Hey Leute, das Jahr 2014 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und neben 6 Zoll Phablets und Flagship-Killern hat die Firma Motorola auch den Nachfolger ihres Moto X vorgestellt. In meiner Testphase hat sich der Gesamteindruck dieses Smartphones öfter als nur einmal geändert und ich möchte euch deswegen in diesem Review mein Fazit zum Moto X 2014 liefern. Viel Spaß! Als ich die Verpackung des Moto X öffnete, habe ich damit gerechnet, gleich ein Plastik-Smartphone in die Hand zu bekommen, das zwar gut in der Hand liegt, aber kein Gefühl von Wertigkeit vermittelt. Recht schnell merkte ich dann, dass dies nicht wirklich der Fall ist, denn Motorola setzt beim neuen Moto X auf einen Aluminiumrahmen. Das klingt erst einmal relativ unspektakulär, doch im Endeffekt gibt dieser dem Moto X das gewisse Gefühl von Wertigkeit, das mir bei den bisherigen Motorola-Smartphones immer etwas gefehlt hat. Durch die gewölbte Rückseite passt es sich sehr gut der Hand an, leider macht diese auch das Tippen auf dem Moto X, wenn es auf dem Tisch liegt, nahezu unmöglich, was ich echt schade finde. Dennoch muss ich gestehen, dass es durch die Wölbung sehr dünn in der Hand wirkt, obwohl es an der dicksten Stelle knapp 1 cm misst. Anfangs kam mir das Moto X beim Benutzen auch noch sehr rutschig vor, obwohl sich das eigentlich recht schnell geändert hat. Die Motorola-Einkerbung auf der Rückseite ist im Vergleich zum letztjährigen Moto X deutlich gewachsen und ich finde, das ist jetzt einfach zu viel des Guten. Als minimalistisch und unauffällig kann man die Mulde nicht mehr bezeichnen und ich finde, genau das hat sie immer ausgemacht. Dennoch, beim Benutzen wandert der Zeigefinger mehr oder weniger ungewollt in diese Mulde, was das Wohlfühlfeeling in der Hand auch nochmal verstärkt. Das schönste Smartphone aus 2014 ist das Moto X auf gar keinen Fall. Nein, ich persönlich finde sogar, es ist das mit dem schlechtesten Design. Die Vorderseite stellt in der Hinsicht keine Probleme dar, denn die Displayränder sind unglaublich dünn gehalten und die Kanten wurden wie auch beim iPhone 6 abgerundet, auch wenn der Effekt bei Moto X nicht ganz so zur Geltung kommt. Vielmehr stört mich da doch die Rückseite und ich meine, seht es euch an, elegant und schön designt, sieht wirklich anders aus und Motorola hat beispielsweise mit dem Moto G 2013 gezeigt, dass sie es besser können. Hier hat man also eher einen Rückschritt gemacht, was das Design angeht, aber das ist auch nur meine Meinung. Wie so ziemlich jedes andere Smartphone ist das Moto X in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Oh, und natürlich in Lila, Pink, Grau, Türkis und sogar mit verschiedenen Arten von Holzrückseiten. Um genau zu sein, kann man mit Hilfe des Moto Makers sein Smartphone genau so aussehen lassen, wie man es möchte. Das ist ganz klar ein Feature, das für das Moto X spricht und wenn ihr euch schon immer danach gesehnt habt, euer Smartphone gestalten zu können, wie ihr möchtet, wird euch der Moto Maker sicher gefallen. Eine weitere Neuerung ist der Ringblitz auf der Rückseite, der die Kamera unterstützen soll, wobei der in der Praxis nicht wirklich viel gebracht hat. Die Aufnahmen sind in Lowlight-Situationen trotzdem sehr verrauscht, aber abgesehen von der mangelhaften Lowlight-Performance kann die Kamera des Moto X eigentlich überzeugen. Die Aufnahmen sind scharf und detailreich, die Farbdarstellung ist realistisch, wenn auch sehr gut gesättigt und 4K-Video, das man mit dem Moto X aufnehmen kann, sieht wirklich sehr gut aus. Wer großen Wert auf die Kamera in einem Smartphone legt, dem würde ich allerdings vom Moto X abraten, denn um die Kamera als wirklich gut bezeichnen zu können, müsste die Lowlight-Performance und auch der Autofokus einfach etwas besser sein. Der Lautsprecher auf der Vorderseite klingt sehr gut und ist auch laut genug, von Motorola war es aber auch sehr klug, diesen auf der Vorderseite zu positionieren, da dieser bei Benutzung des Smartphones praktisch nicht verdeckt werden kann. Bevor es jetzt zu Missverständnissen kommt, es ist wirklich nur ein Lautsprecher, der im Moto X verbaut wird, Stereo-Speaker wären zwar sehr schön gewesen, aber der obere Lautsprechergrill dient nur als Hörmuschel, was ich echt schade finde. Das 5,2 Zoll große Display war ebenfalls enttäuschend, auch wenn es mit Full HD auflöst und dadurch sehr scharf ist. Typisch für ein AMOLED-Panel waren die Farben viel zu übersättigt, die Blickwinkelstabilität war zwar völlig in Ordnung, aber die Helligkeit wiederum war wirklich nicht ausreichend. AMOLED verbindet man ja immer mit einem perfekten Schwarz und einem eher schlechten Weißwert, aber ich muss sagen, beim Moto X ist beides nicht wirklich überragend. Weiß wirkt etwas zu gelblich und der Schwarzwert ist bei Lichteinfall schon fast lächerlich, wenn man darüber nachdenkt, dass hier ein AMOLED-Panel verbaut wurde. Der Akku ist mit 2300 mAh nichts Besonderes, denn ein Tag Benutzung ist mit diesem locker drin, das war's dann aber auch. Kurzes Zwischenfazit zum Moto X. Die Kamera und der Akku sind nichts wirklich Besonderes, das Display wirkt wie von einem Smartphone aus dem Jahre 2012, das Handling ist grundsätzlich gut, wenn auch etwas rutschig und das Design ist natürlich Geschmackssache, mir persönlich gefällt es aufgrund der Rückseite eher weniger. Im Großen und Ganzen scheint es also kein außergewöhnliches Smartphone zu sein, außergewöhnlich ist aber das richtige Wort, um die Software zu beschreiben. Mehr oder weniger Stock Android 5.0 Lollipop erwartet euch beim Kauf eines Moto X, wobei das Update erst neulich rauskam. Ich glaube, zu dem Betriebssystem muss ich nicht mehr wirklich viel sagen, denn ich denke, Material Design an sich spricht wirklich Bände. Nicht nur der visuelle Eindruck stimmt, nein, auch die Benutzung von Android 5.0 unter dem Moto X macht einfach nur Spaß. Funktionen wie Active Display oder die Motorola Spracherkennung geben dem Moto X dann auch noch das gewisse Etwas, wodurch es Geräten wie dem Nexus 6, auf denen ja wirklich reines Stock Android läuft, zumindest in meinen Augen deutlich überlegen ist. Active Display wird immer dann aktiviert, wenn man nach dem Smartphone greift oder es aus der Hosentasche nimmt und informiert euch dann über alle verpassten Anrufe, WhatsApp
WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Die Spracherkennung lässt euch durch einen frei wählbaren Satz jederzeit Personen anrufen, Ereignisse im Kalender speichern oder Nachrichten verschicken. Die Kamera kann man sehr schnell durch Quick Capture öffnen, dazu müsst ihr euer Gerät einfach nur schütteln und die Kamera-App wird gestartet. Das Telefon reagiert, wenn ihr danach greift oder mit der Hand darüber wischt, und das alles sind Features, die ich als iPhone-User jetzt schon vermisse. Diese ganzen Funktionen werden durch das Motorola Computing System ermöglicht, denn neben dem 2,5 GHz Quad-Core Snapdragon 801 und der ebenfalls 4-Kern GPU, also der Adreno 330, beinhaltet dieser zwei Low-Energy-Kerne, die Active Display und die Spracherkennung überhaupt erst ermöglichen. Ganz nebenbei, das Moto X ist nano-beschichtet, also halb wasserfest, sage ich jetzt mal. Leichter Regen sollte daher kein Problem für das Smartphone sein, viel eher hat es mit Staub zu kämpfen, der sich wirklich in jeder Ritze festsetzt, und gerade beim Lautsprecher fällt das, finde ich, extrem auf. Das ist also das Motorola Moto X 2014, mein Lieblingssmartphone aus diesem Jahr, zumindest was die Software angeht, denn hardware-technisch habe ich mir gerade beim Display und der Kamera wirklich etwas mehr gewünscht, das Gesamtpaket kann aber trotzdem überzeugen. Zeitgleich mit diesem Video ist auch noch das Moto X Review von meinem Kollegen Felix Bar online gegangen, das ist wirklich sehr gut geworden, und wenn ihr euch noch eine zweite Meinung zu diesem Gerät hier anhören wollt, findet ihr einen Link zu seinem Video in der Videobeschreibung. Ebenfalls sehenswert ist das Video von MyTechCube, einer der wenigen weiblichen Technik-Kanäle, und natürlich auch von meinem Kollegen Kilian von iKnow Review. Alle Links gibt es natürlich in der Infobox, dann würde ich sagen, war's das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst Feedback oder eine positive Bewertung da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, ciao! We'll be right back.